Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live an diesem Freitagabend, fast schon Wochenende, und Sie starten mit uns am besten gleich rein in die Freitagnacht, und zwar mit Heimo Leposchitz, hallo, und Robert Misik. Ja. Freut mich, dass beide da sind. Öffnungsschritte wurden heute präsentiert, weitere Öffnungsschritte von der Bundesregierung, und zwar in zwei Schritten. Am 10. Juni gibt es mal, muss man sagen, deutliche Erleichterungen, und ab 1. Juli ist fast wieder alles normal eigentlich, oder? Ja, es ist fast alles normal. Also über manchen Dingen gibt es noch ein paar Fragezeichen. Also zum Beispiel die Nachtgastronomie, wird das sein? Kann man sich wirklich vorstellen, dass die Clubs wieder so sind, wie sie immer waren, bis 4 Uhr früh? Kleine Einschränkung, gerade im Hochsommer sind die Clubs dann eben nicht so indoor so voll. Das kann manches entspannen. Das ist alles richtig, glaube ich, beim jetzigen Stand. Also die Zahlen sind ja sowohl, was die Infektionsraten betrifft, als auch was den Impf Fortschritt betrifft, ganz gut. Ja? Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 50%, die den Erststich hatten, knapp davor. Das ist okay, und das wird sich ja nochmal verbessern. Es ist ja interessant, wir wissen ja eigentlich nicht genau, warum diese dritte Welle so im April, Mai eigentlich radikal zusammengebrochen ist. Ja? Also die niedrigen Infektionsraten haben uns ja jetzt wirklich auch ein bisschen überrascht, alle. Weil natürlich haben wir den Ost-Lockdown gehabt und alles Mögliche, aber der war ja jetzt nicht so viel anders als das, was davor war. Ja? Also gerade dass der Handel auch noch geschlossen war. Und vorher haben wir ein Riesenproblem gehabt, und jetzt ist es eigentlich ganz schnell nach unten gegangen. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man nicht weiß, warum die Brille zusammenbrochen ist, weiß man auch nicht genau, was passieren kann, wenn man jetzt aufmacht. Wir haben aber, glaube ich, einen guten Test, weil wir haben jetzt gewissermaßen 5, 6 oder 10 schlechte Wettertage hinter uns seit der Öffnung mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder ein Problem bekommen, wissen wir das in einer Woche. Ja? Und wir hoffen alle, dass das nicht der Fall ist. Und wenn jetzt tatsächlich das so weitergeht und die Welle wirklich abgebrochen ist, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass man das so macht, wie das jetzt quasi geplant ist. Also du bist zufrieden mit dem, was die Bundesregierung da jetzt verkündet hat? Ja, man muss ein bisschen aufpassen, aber es schaut ja alles gut aus, und dann kann man das alles vertreten, natürlich. Du hast ja Öffnungsschritte schon seit längerem gefordert. Jetzt gibt es weitreichendere Öffnungsschritte, und wie gesagt, ab 1. Juli sperrt dann eigentlich alles halbwegs normal auf. 3G-Regel gilt, aber sonst fallen die Beschränkungen großteils weg. Ist dir das jetzt ausreichend, oder ist dir das noch immer zu wenig? Nein, ich teile diese Euphorie nicht so. Also mir kommt das vor, die Regierung ist jemand, der dir als Bürger 100 Euro wegnimmt und sich dafür feiern lässt, dass er da immer wieder 10 Euro so stückelweise zurückgibt, wobei du aber nicht sicher sein kannst, dass du deine ganzen 100 Euro irgendwann einmal zurückkriegst. Weil diese 3G-Regel ist ja sehr nett, wenn man sagt, wir haben diese wunderbare alle Freiheiten retour, aber wiederher Vizekanzler hat so schön gesagt, es wird überhaupt keine Einschränkung geben, bis auf die 3G-Regeln. Na, dann fragt man sich natürlich, was ist mit dem 4. G, dem Gesund, und dem 5. G, den Grundrechten. Na, wenn wir sehen, wir gehen auf einen Sommer zu, wo nur wenn die 3Gs erlaubt sind, wirst du ein halbwegs normales Leben führen. Was sind die Leute, die sich dem entziehen wollen, können, müssen? Es gibt ja genug Kritiker, Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Was ist mit die Unsicherheit mit den Kindern, mit den Impfungen der Kinder? Das ist ein schönes Beispiel, finde ich, weil bei den Kindern ist einer von 100.000 ist gefährdet für einen schweren Verlauf. Es gibt keinen einzigen Todesfall unter 16, kaum schwere Verläufe. Und trotzdem wollen wir dann alle Kinder impfen, wo aber viele, zum Beispiel die deutsche Impfkommission, sich noch nicht zu einer Empfehlung zur Impfung durchringen können. Die EMA hat erst heute zugelassen, wir haben keine Erfahrungswerte. Und es wird wieder sein, dass man alle Kritiker dann niederbügelt. Aber ich gebe das gute Beispiel. Ich habe immer gewarnt bei der sehr schnellen Zulassung der Impfstoffe, also Beispiel AstraZeneca. Da ist man dann niedergebügelt worden als Verschwörungstheoretiker, Covidiot, Corona-Leugner oder sonst irgendwas. Und jetzt gestern kommt dann die Meldung, AstraZeneca ist verunreinigt, aber das hat man, weil die Kontrollen nicht so lang waren, hat man nicht testen können, da hat man herausfinden können. Also ich würde da schon sehr warnen von einer großen Euphorie. Ich finde, es ist auch in 2 Wochen zu spät. Man könnte das jetzt sofort schon machen. Also man sollte jetzt auf, also Stimmung
alles auf Stimmung rauf, wie ich immer sage. Also ich würde warnen bei dieser die Regierung. Also die dauert zu lang. Ja, das ist jetzt schon mit 10. Wir brauchen Juni die Regierung schon. Nicht für irgendwas abfeiern, was uns zusteht. Ne, die Zahlen geben einfach jetzt auch das her, dass alles offen ist, dass man diese. Und ich sage, es gibt ja diese Absurditäten. Aber ist es nicht so, wie der Robert vorher gesagt hat, jetzt, dass wir noch, doch vielleicht noch ein paar Wochen mal abwarten, ob dieser Trend, der ja positiv ist, also zweifelsohne, aber ob dieser Trend sich jetzt auch wirklich so weiterentwickelt? Aber es gibt so viele Absurditäten. Beispielsweise diese 20 Quadratmeter Regelung in Geschäften, die auf 10 Quadratmeter jetzt runtergeht. Also das hat zum Beispiel, ich war letztes Wochenende in Barndorf, zur Folge, dass in den Geschäften sich die Leute selber suchen können. Man sieht sich nicht einmal, aber vor dem Geschäft steht eine Riesenschlange. Oder zum Beispiel im Geschäft ist 20 Quadratmeter. Ich bin aber jetzt mit der U-Bahn reingefahren, weil die U2 gesperrt ist, bist du in Wien im Superspreader-Event U1, wo du wie die Sardinen aufeinander bist. Da passt ja nichts mehr zusammen. Das ist ja nur mal ein vor sich hintasten der Regierung und dafür will sie auch noch abgefeiert werden. Aber dieses Feuerwerk, glaube ich, kriegen sie von mir nicht. Oh, ja, aber es hat über die Regierung jetzt eigentlich gar keiner geredet. Wir reden eigentlich hier über eine pandemische Situation und auf das, was man tun soll. Und die Regierung ist mir da jetzt relativ wurscht. Ja? Und die pandemische Situation ändert sich. Manchmal so, dass man damit rechnen kann. Manchmal so, dass es auch überraschend ist. Aber du kaprizierst die dauernd auf die Regierung. Ja? Ich sage, wir sollen das tun, was möglich ist. Und das und im Moment scheint wirklich viel möglich zu sein. Und da sage ich, komme ich gar nicht auf die Idee zu sagen, dass mir der Herr Kurz oder der Herr Kogler das schenkt. Ja? Das schenkt mir erstens mal die pandemische Situation und andererseits sozusagen offensichtlich auch ein bisschen die österreichische Bevölkerung, die sich in den letzten Monaten offensichtlich sehr diszipliniert hat. Lieber Robert, aber die Regeln machen schon noch die Regierung. Ja, irgendwer muss ja die Regeln. Also, dass du selber entscheidest, was du für vernünftig hast, ja, ist ja ein guter liberaler Ansatz, aber es ist ja nicht so. Das ist ja sozusagen leider das Problem. Das ewige Problem sozusagen in einer Gesellschaft, wo du als Gemeinschaft dir verbindliche Regeln geben musst und die Regeln müssen auch verbindlich sein, weil zu sagen, macht das alle, wie es lustig ist, dann machen die anderen so und die anderen machen so. Das würde auch keiner gut mittragen wollen und es ist halt nun mal so, dass sozusagen in der Gewaltenteilung und in unserem System hast du eine Regierung, du hast ein Parlament, du hast auch einen Verfassungsgerichtshof, der es dann kontrolliert, ja. So werden halt Regeln erstellt. Es gibt halt dass man sozusagen sich einen Gott wünscht, der die Regeln produziert, die gibt es halt nicht. Ja? Aber ich will zu einem Punkt vom Heimer noch kommen. Ja? Und dann sagst du, du willst halt überhaupt keine Regeln. Die 3G, geimpft, genesen und getestet, sind dir zu viel. Na ja, bitte, was ist denn das Problem an dem? Ja, also wer geimpft ist, der ist geimpft. Wer genesen ist, ist sowieso genesen. Und wer alle diese beiden Dinge nicht hat, der wird sie halt testen. Und wenn du jetzt daherkommst mit den Leuten, die sagen, ich will mich weder impfen lassen, noch will mich testen lassen, weil ich bin ein Fan von der Seuche, ja, dann sage ich, die sind aber dann schon ein bisschen selber schuld. Ja? Also da geht es ja auch um gesellschaftliche Solidarität, weil in einem hast du recht. Ja, die Kinder und die Jugendlichen sind noch immer nicht dran. Und diejenigen unter 12, können wir damit rechnen, werden noch länger nicht dran sein. Das heißt, das Herstellen der Herdenimmunität, die wir ja alle brauchen, unter den Bedingungen, dass die Kinder noch lang nicht wirklich drankommen werden, hängt natürlich davon ab, dass die Erwachsenen, die das kennen, solidarisch mitmachen. Und wenn du jetzt sozusagen der Wortführer derjenigen sein willst, die sagen, ich will nicht mitmachen, ja, weil ich bin nicht solidarisch. Ich glaube eh nicht, dass ich ein Problem kriege. Und das quasi auf Kosten der Kinder und auf Kosten sozusagen der Herstellung der Herdenimmunität, dann kann ich sagen, das ist der falsche Weg. Der richtige Weg muss sein, dass wir jetzt, und an den Punkt kommen wir nämlich jetzt, ja, wo wir wirklich das Problem haben, ja, das wir bisher nicht hatten. Bisher hatten wir ein Problem nämlich nicht, nämlich es gab zu wenig Impfstoff für diejenigen, die sich eh impfen lassen wollen. Aber jetzt werden wir an den Punkt kommen, wo wir bei 50, 60, vielleicht 65% werben müssen dafür, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen, damit nämlich diese Öffnungen, die wir jetzt alle ersehnen, nachhaltig bleiben und damit wir im Herbst nicht ein neues Problem kriegen. Schau mal, lieber Robert, das Trendus, ich persönlich halte es für falsch, auch wenn viele deiner Argumente natürlich richtig sind, das bestreite ich ja gar nicht, dass man auf Dauer gesunde, ne, das 4G, das 5G, nämlich die Grundrechte, entzieht und sie diskriminiert. Weil wir schon hören heute war im Standard ein sehr spannender Artikel darüber, dass es jetzt auf einmal... Nein, lass mich doch bitte kurz ausreden. Wir machen ja jetzt nicht Bornmäner in der Geschichte.
wenn halt im Standard spannender Geschichte, wenn es jetzt legal ist, dass dich beim Jobeinstellungsgespräch gar nicht in einem, im medizinischen Bereich, in einem ganz normalen Job, den Arbeitgeber fragen kann, sind sie geimpft oder sind sie nicht geimpft, dass das in die Stellenausschreibung reinkommen kann, da sage ich, oder gehen wir jetzt in einen Bereich, das halte ich für diskriminierend. Das kann man nicht, weil sonst wird ja nicht gefragt, kommen sie irgendein Gendefekt, haben sie ein Problem oder sonst irgendwas. Das geht nicht. Das geht aber anscheinend mit der jetzigen Rechtslage durchaus, wenn man diesen Kommentar heute richtig liest. Und das halte ich für völlig falsch. Das muss man zurückweisen, weil es darf keine gesunden Diskriminierung geben. Das halte ich für durchaus falsch, bei Vorsicht und allem bin ja bei dir. Aber Diskriminierung von Gesunden, das lehne ich ab. Aber was ist Diskriminierung von Gesunden? Ich meine, gesund sind wir alle, die jetzt nicht gerade krank sind. Ja, ich bin auch gesund, ja? Ich bin halt geimpft. Ja? Und du bist auch geimpft wahrscheinlich. Und wenn du nicht geimpft bist, bist du getestet. Und trotzdem gesund. Ja? Also ich meine, gesund sind wir mal alle. Ja? Es geht ja um diejenigen Gesunden, die nicht mitmachen wollen, aus eigener Entscheidung bei den Maßnahmen zur Bekämpfung einer Pandemie, die uns alle angeht. Ja? Und das ist eine solidarische Herausforderung, wo ich nicht einfach sagen kann, ja, ich stelle mich auf die Seiten von allen, die nicht mitmachen wollen bei der Solidarität. Ja? Eine andere Frage ist, da hast du recht, ja? Also das ist eine wirklich komplexe Frage, wie man im Arbeitsmarkt damit umgeht, wenn Firmen einerseits das Interesse haben, dass sie eine Belegschaft haben, die vollständig, also die nicht gefährdet ist. Ja? Das ist ein nachvollziehbares Interesse eines Arbeitgebers und andererseits man es letztendlich in der freien Entscheidung eines jeden lassen soll. Ja, also da habe ich keine endgültige Meinung dazu, also insofern streite ich da mit dir nicht drüber, weil da bin ich mit mir selber noch unschlüssig. Ja, aber grundsätzlich sozusagen der Wortführer von den Ignoranten zu sein, die sagen, sie wollen nicht irgendwie mitmachen bei der gemeinschaftlichen Solidarität, das ist keine Aber Haltung. Ein Argument, vielleicht ganz kurz, ich möchte nur eine Sache einbringen, weil wir jetzt viel über diese 3G reden. Ja. Und es gibt Israel, die haben eine deutlich höhere Impfquote als wir, müssen wir sagen, aber die nehmen oder haben diese Regeln mehr oder weniger komplett zurückgenommen. Da darf jetzt jeder wieder mehr oder weniger alles machen. Jetzt kann man sagen, wir haben noch knapp 1,5 Monate bis 1. Juli, die Impfquote dementsprechend zu erhöhen. Wenn die Impfquote so hoch ist, wäre es dann nicht eigentlich fast logisch, dass wir aller Israel dann auch die Regeln ganz aufheben? Ja, irgendwann mal wird es eh so sein. Ja? Also ich meine, zu glauben, dass wir jetzt mit all diesen Maßnahmen und den Restmaßnahmen, die wir jetzt haben, im Jahr 2022 oder 2023 noch zu kämpfen haben, das wird wohl nicht so sein, es sei denn, es kommt noch was auf uns zu. Es kommt noch irgendwas auf uns zu, von dem wir jetzt nicht wissen. Naja, ganz kurz, der Herr Gesundheitsminister sagt, wir haben im Herbst haben wir dann die dritte Impfung, dann kommt wahrscheinlich noch die vierte. Na, das heißt, ohne Impfgeschichte und ohne Impfpass wird das weiterhin bleiben. Irgendwann werden die anderen, wird das Genesen wegfallen und irgendwann werden die Tests auch nicht mehr gratis sein, weil der Staat wird sich irgendwann nicht mehr leisten können. Und dann hast du eine Zusatzbelastung, wenn du dich nicht impfen lassen willst, von ein paar hundert Euro als Familie im Monat. Also das sind ja Sachen, die auf Zukunft. Und dafür nur ganz kurz, weil heute war spannend, das ist leider untergegangen bei der Pressekonferenz, weil die Regierung hat immer gesagt, mit 60% kriegen wir circa die Herdenimmunität. Heute bei der Presse, das war heute, hat sogar der Vizerektor der Universität hat bei der Pressekonferenz gesagt. Und dann gesagt, jetzt mit den neuen Virusmutationen gehen sie davon aus, dass wir 80% brauchen. Es hat nie jemand von 60% gesprochen. Es war immer heute bei der Pressekonferenz, von 60 auf 80. Haben wir das heute sogar brav mitgeschrieben. Dann hat sie dir versprochen. Ich meine, dass man mit 60% Herdenimmunität hat, hat noch kein vernünftiger Mensch jemals. Es wird sich doch nicht ein Experte der Regierung versprechen. Jeder kann sich verplappern. Sogar der Bundeskanzler sagt manchmal im Untersuchungsausschuss die Unwahrheit, weil ihm gerade die Wahrheit nicht eingefallen ist. Nein? Aber Spaß beiseite, das kann ja passieren. Ja? Aber es hat bisher nie jemand gesagt, dass man unter 70% sowas wie eine Herdenimmunität herstellt. De facto braucht man 80%, weil du brauchst das ja in jedem Milieu. Ja? Wir müssen nur aufpassen, dass diese neue Normalität vom Herrn Kanzler und vom Herrn Vizekanzler nicht in eine neue Diskriminierung endet. Ja, davor warne ich. Jetzt geh doch mal noch einen Schritt zurück. Ja? Irgendwann mal werden wir hoffentlich die pandemische Situation hinter uns gelassen haben. Ja? Wegen der Herdenimmunität, die durch Impfung hergestellt wird, die prolongierte Herdenimmunität, die natürlich durch Auffrischungsimpfungen auch hergestellt wird. Das wird natürlich weiter eine Impfkampagne brauchen, aber ohne Zwang, weil wir haben ja jetzt schon eine gehabt ohne Zwang, also wird das in Zukunft auch so sein. Und dann werden wir hoffentlich das Ding hinter uns haben. Ja? Und da komme ich wieder auf die Frage von Niki zurück. Ja, an diesem Punkt werden wir dann natürlich all diese Kontrollen, das wird alles eine Geschichte sein, das ist klar. Ja. Und
dann hoffen wir, dass es dann nicht sozusagen mit irgendwelchen Mutationen irgendein Blödsinn wieder aufpoppt. Ja, das können wir jetzt natürlich nicht sagen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Also da bin ich jetzt nicht so wie du, sozusagen Dr. Doom, der dauernd das Negativste annimmt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir angesichts dieses Fortschritts und dieses Danke-Wissenschaft, sage ich auch nochmal, da raus sein werden im Herbst. Ja, und wenn wir nicht ganz raus sind, dann wird man dann wieder eine Lösung dann haben. Dann haben wir halt Rollenverteilung, weil bis jetzt war der Robert immer Dr. Strange, der immer den Weltuntergang in der Corona-Pandemie gesehen hat, immer gesagt hat, und ich war immer der Entspannte und gesagt, alles auf Stimmung rauf. Also haben wir halt einmal Rollenspiel ist auch. Aber da sind halt 8000 gestorben in der Herbstwelle und das hätte man natürlich verhindern können, aber wenn man anschaut, Schweden, die ohne Lockdown auskommen sind, haben 2020 niedrigere Sterblichkeit wie Österreich unter bessere Wirtschaftssituation. So ist es an sich nicht, aber ich gebe dir recht, dass die 8000, die 8000 Toten der zweiten Welle, das war ein Ergebnis von einem Fehler, der sozusagen einerseits Regierungsvorbereitung war und dann auch zu lange warten. Und da war ich natürlich Dr. Doom und habe gesagt, jetzt müsst ihr doch endlich was tun. Ja, das kann ja nicht sein, dass wir da zuschauen. Und das Ergebnis waren halt 8000 Tote, von denen mindestens 4000 verhindert werden hätten können. Ja, bin ich bei dir. Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich weiter und dann sprechen wir über das politische Klima in diesem Land. Und man muss sagen, ja, die Giftpfeile, die da derzeit zwischen Opposition und Regierung hin und her fliegen, und über die Rede des Bundespräsidenten, der ja zu mehr Respekt und mehr Anstand aufgefordert hat. All das gleich nach einer ganz kurzen Pause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück. Robert Miesig und Heimo Leposchitz sind zu Gast. Das politische Klima in diesem Land ist, muss man sagen, oder war schon einmal besser und amikaler zwischen Opposition und Regierung. Es vergeht kein Tag, an dem es nicht zu irgendeinem Eklat kommt. Gestern Abend unter anderem hier im Studio Andreas Hanger und der Neos-Abgeordnete Brandstätter, die sich wüst befetzt haben. Das ging dann ja auch noch hinter den Kulissen weiter mit teilweise auch untergriffiger Fäkalsprache. Aber was ist denn da momentan los? Warum drehen alle so durch? Ist das irgendwie die Post-Corona-Emotion, die da reinspielt? Oder woran liegt? Naja, Politik war nie ein Mädchenpensionat. Und wer empfindlich ist und der Heferl ist, hat in der Politik relativ wenig verloren. Also da hat der Herr Brandstätter gestern, glaube ich, auch den Unterschied sehen, dass man Politiker halt nicht machen kann, was einem als Journalist durchaus möglich ist. Aber natürlich ist das Klima derzeit vergiftet. Ne? Das ist ja, wir haben ja nicht einmal eine Regierung, die nicht streitet. Also es streitet die Opposition untereinander, streitet die Opposition mit der Regierung und die Regierung streitet mit sich selbst die ganze Zeit. Also jeder mit jedem. Und die Frage ist dann wirklich so, das Einzige, wo sich alle einig sind, dass sie den Sebastian Kurz nicht mögen, mit denen nicht mehr wollen. Aber die ÖVP ist sich da nicht einig. Also die Türkis ist sich einig, dass sie ihn mögen. Bei Schwarz bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, wenn man so hört, wie die Chats sind, die in nächster Zeit kommen bei Schwarz. Also das kann durchaus witzig sein, aber das wollen wir ja der Opposition nicht vorausnehmen. Die soll das dann rausbringen. Aber auf jeden Fall, nein, man muss wieder miteinander reden können. Das gibt es ja nicht. Man muss sich im Studio halt da jetzt streiten und man soll sich heftig streiten und man soll mit inhaltlich streiten. Man kann auch ruhig einmal emotional werden, aber man muss immer so bleiben, dass man nachher wieder auf ein Bier gehen kann und sich zusammenreden kann. Und nach einer Wahl wird man zusammenarbeiten müssen. Und diese Gesprächsbasis muss man sich bewahren. Das ist ja ein guter österreichischer Weg, dass man dann nachher wieder sagt, so und jetzt reden wir uns das privat aus und das geht schon wieder. Da kann man sagen, das heißt Backeln und die sind eh alle auf einer Wellen, die spielen nur Show. Aber das ist wichtig. Ich finde, das ist total wichtig, dass man sich nicht so wie aus den Lehren der Ersten Republik, dass man nicht mehr miteinander kann, sondern einfach sagen kann, über alle Grenzen weg. Irgendwie geht es ja um das Land und es geht um das Miteinander, auch wenn das sehr pathetisch klingt. Aber das ist ja das Ziel von jedem Politiker, ist eigentlich, oder den meisten Politikern, das Beste zu tun fürs Land und für die Leute mit unterschiedlichen Ansätzen. Aber bei 90% der Politiker ist das sicher der Fall. Die anderen 10 sind Sozialfälle, die sonst nichts wären. Und das muss man sich bewahren und das muss auch wieder her. Aber da, wenn ich dann den Herrn Bundespräsidenten mit seinem Mimimi, alles ist, habt euch wieder lieb. Ich meine, da ist der Bundespräsident schon mal gefordert, da mal klare Worte zu reden. Was wird er zum Beispiel machen, wenn es zu einer Anklage des Kanzlers kommt? Ne? Das würde mich zum Beispiel interessieren. Lässt er einen Kanzler, der angeklagt wird, im Amt? Weil
ich erinnere mich ganz dunkel an ein So sind wir nicht, wo es noch nicht einmal Ermittlungen gegeben hat, oder gesagt hat, oder einen Minister entlassen hat, gegen den es auch keine Ermittlungen gegeben hat. Ob jetzt bei einem Kanzler, der doch Chef der Regierung ist, bei einer Anklage ist, ihn das nicht stört, das würde mich schon sehr wundern. Jetzt hat der Heimer gerade gesagt, Politik ist kein Mädchenpensionat. Ich glaube, das können wir alle drei unterstreichen. Ihr zwei seid seit langem politische Beobachter. Jetzt ist die Frage, war es eh immer schon so? Ja? Und sind die Politiker derzeit einfach nur besonders dünnhäutig und regen sich über alles besonders auf? Oder ist das politische Klima derzeit wirklich besonders vergiftet? Naja, erstens mal glaube ich, ist es schon so, dass wir in den letzten 15 Jahren so etwas wie eine Polarisierung haben. Was heißt das? Politische, früher hätte man Lager gesagt, aber das geht ja auch auf die, strahlt ja auch auf die Bevölkerung aus, wie zwei Stämme gegenüberstehen und sie dann halt den Schädel einschlagen, so wie früher im Indianerfilm die Cowboys und die Irokesen oder was auch immer. Ja? Und dass du eigentlich schon vorher sagen kannst, wer zu welchem Thema welche Meinung haben wirst, also sozusagen, jetzt sage ich das im Hinblick auf die FPÖ, ich kann voraussagen, welche Meinung zur Migrationsfrage, zur Klimafrage und zur Corona-Frage der durchschnittliche FPÖ-Funktionär hat, obwohl man eigentlich sagen kann, naja, Migration ist weder und ein Virus hängt nicht unbedingt miteinander zusammen. Ja? Also das sind ja auch, und das strahlt ja auch auf die Bevölkerung aus. Das ist das eine. Zweitens kommt natürlich sozusagen Social Media hinzu als Treibstoff für Aggression. Also Social Media, Twitter und anderes, aber auch Facebook und sonstiges sind jetzt nicht unbedingt Plattformen, die der Verständigung und der Freundlichkeit dienen. Das Einzige, nur Instagram, aber das ist halt, weil da kannst du nur schöne Fotos machen. Kannst du Fotos posten. Deswegen ist das eher nur für den Wohlfühlwahlkampf brauchbar und alles andere ist eher triggernd Aggression. Das stimmt schon und der Punkt, den du auch gemacht hast, ist, dass nach einer Pandemie auch ein bisschen bei allen die Nerven blank liegen, weil man sie vielleicht auch nur über Social Media begegnet wesentlich und in dem Moment, wo man wieder anfängt, sich im Café aus zu begegnen, schaut es schon ein bisschen anders aus. Das stimmt schon. Ja? Auf der anderen Seite würde ich es jetzt nicht nur eine Frage des politischen Klimas nennen. Ja? Es ist sozusagen eine Frage des polarisierenden Regierens. Ja? Wir haben einen Bundeskanzler, der ein autoritärer Charakter ist, ja? Und der auch noch sozusagen einen Grad an Korruption, Netzwerk, Haberei und so weiter etabliert hat, wie wir es in den Land noch nicht gehabt haben. Ja? Und das wird halt jetzt in einem Untersuchungsausschuss aufgedeckt und das tut denen weh. Ja? Und da bin ich schon mal beim Bundespräsidenten, wie der Heimo das auch angemerkt hat. Ich würde nur da einen Schritt weiter gehen. Ja? Also, wie hieß er? Rudolf Kirchschläger. Ja? Rudolf Kirchschläger, sozusagen, der war sozusagen der pfeffischste Mensch, den man sich irgendwie vorstellen konnte. Ja? Aber der war radikaler und hat in einer vergleichbaren Situation gesagt, dass die Sümpfe und die sauren Wiesen trockengelegt werden müssen. Und das hat er in Richtung jener Partei gesagt, der er zwar nicht angehört hat, aber die ihn zum Bundespräsidenten nominiert hat. Ja? Und die hat es sehr wohl verstanden. Ja? Also sozusagen, da ging es ja auch um Minister, die ja auch irgendwann mal angeklagt worden sind oder gegen die ermittelt worden ist, aber die allesamt zurückgetreten sind, bevor sie vor Gericht gestanden sind. Ja, das soll man ja nicht ganz vergessen. Ja? Also da hätte da auch aber der Bundespräsident Van der Bellen... Aber das heißt, du hättest ja auch von Van der Bellen da schärfere Worte erwartet. Natürlich hätte er das machen müssen. Ja, in der Situation, in der wir jetzt sind, muss er auf diesen stinkenden Sumpf, der da aufpoppt, primär zeigen und nicht sagen, ja, die einen sind so und die anderen sind so und sie sollen sich irgendwie lieb haben. Da hat er schon eine Verantwortung. Jetzt verstehe ich es natürlich, sozusagen Rudolf Kirchschläger wollte damals nicht mehr wiedergewählt werden, er war in seiner zweiten Amtszeit. Van der Bellen will wiedergewählt werden und braucht dafür, oder denkt sich, dass er da vielleicht auch ein paar Stimmen der Türkisen braucht, also zumindest ein paar türkise oder schwarze Stimmen nicht abschrecken. Das verstehe ich alles, ist alles politische Pragmatik und ein bisschen nachdenken drüber, wie man zum Ziel kommt. Aber ein bisschen mehr Mut hätte er da schon zeigen können. Du siehst das ja auch sehr kritisch, nehme ich an, was der VdB gesagt hat, das hast du in deinem ersten Statement schon anklingen lassen. Ja, absolut. Ich halte ihn nicht für Ich sehe bei Van der Bellen ein Führungsproblem. Der Van der Bellen hat sich ja sehr geoutet in der Ibiza, nach dem Ibiza-Video. Er hat ja auch, auf Van der Bellens Drängen ist ja auch Herbert Kickl entlassen worden und er hat auch gesagt, ein Herbert Kickl wird er nie wieder angeloben.
gegen den Herbert Kickl ist kein einziges Mal ermittelt worden. Den Herbert Kickl kann man freiheitliche Politik vorwerfen, ja, aber das ist nicht Frage des Präsidenten, sondern eine Frage von demokratischen Mehrheiten, aber sonst kann man dem nichts vorwerfen. Und wenn das jetzt beim Herbert Kickl der Maßstab schon so niedrig ist bei Van der Bellen, was ist dann bei einem Kanzler, gegen den ermittelt wird, der vor einer Anklage steht? Was ist beim Finanzminister, gegen den ermittelt wird, der vor einer Anklage steht, oder anderen Politikern? Also da erwarte ich mir schon, dass ein Präsident nicht auf einem Auge blind ist und auf dem anderen super scharf sehen. Dann hat er zwar durchschnittlich zwei Dioptrien, aber auf dem einen sieht er nichts und auf dem anderen hat er null. Das bringt nicht viel. Also da hätte ich gern ein präsidiales Scharfauge auf rechts und links. Und in der Mitte wäre vielleicht der Zyklopenauge auch nicht schlecht, damit er alle Parteien im Auge hat. Also, na, aber Spaß beiseite, Van der Bellen, die einzigen Rauchzeichen, die man von mitkriegt, kommt vom Raucherkammerl in der Hofburg, und das ist ein bisschen wenig. Und wenn er wiedergewählt werden will, ist Durchlavieren wahrscheinlich nicht die allerbeste Variante, wenn man auch seine Beliebtheitswerte anschaut, die ja für einen Präsidenten ähnlich vergleichbar mit Darmgrippe sind. Naja, das für, ist ja, nein, das stimmt. Na, aber ja, für, also nicht, für einen amtierenden das, Präsidenten, ja, ist ein Präsident, selbst Kleestil in seinen schlimmsten wir leben Zeiten. Wir leben nicht mehr in den Nullerjahren. Ja, aber selbst Kleestil in seinen schlimmsten Zeiten hat nicht so schlimme Werte gehabt. Ja, und das ist bei Van der Bellen, der ja eigentlich kann, was getan hat und immer ganz lieb und ganz nett und so lächelt, nein, und so verbindend, aber das, ist. Aber da weißt du jetzt ganz genau, dass du falsch liegst, weil wir natürlich grundsätzlich in einer polarisierteren Situation sind, als wir das vor 25 Jahren sind. Waren Van der Bellen... Naja, 2000er Jahre, Kleestil, glaube ich, da war schon die Situation massiv polarisiert. In den Nullerjahren. Also wenn ich mich erinnere, dass Kleestil bei der 2000er Angelobung im Champagnerglas Leitungswasser reingefüllt hat. Also das sind schon... Da hat es schon eine gewisse Polarisierung mit Donnerstagsdemos und allem. Also man darf jetzt die Vergangenheit auch nicht schönreden. Das sind wie diese ÖVP-Monarchisten und dann Kaiser war viel schöner. Das ist ein Blödsinn. Erstmal hat Kleestil jetzt auch nicht überbordende Zustimmungsraten. Ich sage, der war aber immer noch besser wie Van der Bellen. In einer Situation, wo ein Grüner gewählt wird gegen einen Blauen, da war ja sozusagen schon 50-50, also 52 zu 48. Und diese Grunddifferenz in der Bevölkerung hat sich ja jetzt nicht aufgelöst. Ein bisschen schon, weil seine Zustimmungsraten sind gestiegen. Aber das ist nun mal eine Situation, wie wir sie jetzt überall auf der Welt haben. Ja? Sozusagen Biden wird auch die Trump-Wähler nicht so überzeugen, wie das vielleicht noch Kennedy mit den republikanischen Wählern geschafft hat. Das ist einfach tatsächlich eine andere Zeit. Und insofern braucht man sich da nicht drüber wundern, dass ein Bundespräsident nur Zustimmungsraten von 65 oder 70 Prozent hat. Man darf sich aber auch nicht, ganz kurz nur, man darf sich aber auch nicht wundern, wenn man weiß, dass Van der Bellen ja durchaus vor der Ibiza-Affäre involviert und informiert war. Also ein enger Mitarbeiter seines Büros, der jetzt noch tätig ist, hat sich mit dem Herrn Detektiv sogar getroffen. Voreintrag im Kalender. Das sind ja Fakten. Ja. Die haben ja nachher sogar noch weiter korrespondiert. Das hat ja dieser Urschuss ja auch herausbekommen. Also das Ganze ist nicht, also die Rolle von Van der Bellen ist schon etwas dubios in der Geschichte. Ich glaube, dass viele Leute irgendwas vorher gehört haben, und das wissen wir, glaube ich nicht, das weiß ich ja, viele Leute irgendwas vorher gehört haben, aber dieses Geschwätz nicht ernst genommen haben. Deswegen haben sie es halt nicht wirklich am Radar gehabt. Und genauso war es beim VDB auch, das weißt du genau. Kann ich dir eine relativ unbekannte Episode erzählen vom Samstag, vom Strache-Rücktritt. Nach dem Strache-Rücktritt hat Strache am 14. einen Termin beim Herrn Bundespräsidenten gehabt. Strache ist unterirdisch dorthin marschiert. Und im Empfang der Hofburg hat man gesagt, Herr Vizekanzler, oh blöd, aber das war Irrtum. Der Herr Präsident hat leider gerade keine Zeit. Also ganz so objektiv und fair und für alle da ist er dann doch nicht. Anyway, wurscht. Ja, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja? Also ich glaube, der entscheidende Punkt wäre jetzt natürlich, dass man in dieser Situation, wo so viel Sümpfe und Säurewiesen, jetzt bin ich der Kirchschläger, aufgepoppt sind, da mal ein klares Wort spricht, nicht nur der Bundespräsident, sondern dass das auch eine Haltung ist, die sich in der Öffentlichkeit verbreitet. Also dass man sagt, das
darf so nicht weitergehen. Ja? Und da gibt es ja natürlich auch die Haltung von vielen, die sagen, das war eh schon immer so und so ist es heute. Ja? Erstmal stimmt so nicht, so arg war es noch nie. Und zweitens, selbst nur weil es früher nicht gut war, heißt ja nicht, dass man sich heute damit abfindet. Also dieses Abfinden mit politischen Missständen aus Gründen einer Hoffnungslosigkeit, ja, wenn man das Gefühl hat, ja, es wird eh nichts aus dem politischen System kommen, das sieht man ja auch an den Umfragen von Regierung und Opposition. Ja. Also in Wirklichkeit bewegt sich ja da teilweise auch deswegen nichts sehr Signifikantes, weil die Leute eigentlich die Hoffnung verloren haben. Ja. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Anhänger, der wirkliche Anhänger ist von Sebastian Kurz oder der jetzigen Regierungskonstellation, aber auch keinen wirklichen Anhänger der FPÖ oder der SPÖ, weil die Leute alle sagen, eigentlich traue ich denen allen nicht mehr zu. Das ist ein gutes Stichwort, ja, weil es fehlt ja anscheinend, das zeigen ja die Umfragen, die Alternative, weil es keine wirkliche Wendestimmung gibt momentan in dem Land, weil es auch keinen klaren Oppositionsführer gibt. Und da würde ich jetzt gern zur FPÖ kommen, wo ja derzeit die Diskussion ausgebrochen ist, wer dieser Oppositionsführer oder dieser Spitzenkandidat werden soll. Letzte Woche schon, jetzt haben alle gedacht, okay, das wird irgendwie wieder sich ein bisschen beruhigen, aber im Gegenteil, Herbert Kickl zündelt und zündelt. Norbert Hofer hat sich mittlerweile auch dazu geäußert. Jetzt gibt es eigentlich keinen Landeschef mehr, der sich nicht dazu geäußert hat von der FPÖ. Wird da jetzt in Kürze deiner Meinung nach eine Entscheidung fallen für einen der beiden oder wird sich das jetzt irgendwann wieder beruhigen? Wenn die Intention war, die ich durchaus verstehe, vor möglichen Neuwahlen, wo man nicht weiß, ob die Anklage kommt, was damit kurz ist, was der Präsident macht, ob die wirklich dann noch diese von Hofer angekündigte Bombe kommt, die den Kurz trifft, das weiß ich nicht. Weil die Chats werden es kaum sein, weil die sind zwar sehr lustig und werden innerhalb der ÖVP für massive Verstimmung sorgen, aber das ist jetzt keine Bomben, die ein Kanzler aus dem Amt kriegt. Und dann, wenn das die Intention war, möglichst klare, schnelle Klärung zu machen, dann sollte die FPÖ gut beraten sein, diese schnelle Klärung möglichst rasch zu machen, weil die Themenlage ist ja perfekt für die FPÖ, ne? Und auch für die SPÖ. Ne? Wenn man bei euch die Umfrage die Woche anschaut, dass mittlerweile das Sozialthema, die Arbeitsplatznot, also die Sorgen der Menschen mit Abstand, die größte Intention der Bevölkerung ist, dann ist das für zwar eher sozial eingestellte Parteien wie die FPÖ oder die Sozialdemokratie als Opposition gegen eine Regierung, die de facto dann irgendwo das Budget sanieren muss, ja aufgelegt. Das ist ja Elfmeter und diese Elfmeter sollte man gefälligst verwenden. Also ist ja die SPÖ ist eigentlich für die Situation relativ schwach. Muss man auch sagen, die sind bei 22, 23, das ist besser wie bei der letzten Wahl, aber verglichen mit der Situation, dass wir vor einer sozialen Krise stehen, vor Massenarbeitslosigkeit, vor Insolvenzwellen, ist das auch relativ schwach. Und die Opposition ist gut beraten, sich zu einigen, weil bei der SPÖ weiß man nicht, wer Spitzenkandidat wird. Und die Opposition ist massiv aufgefordert, sich da schnell eine Klärung zu machen. Das würde auch den Freiheitlichen raten, das möglichst schnell zu klären und dann weiter zu marschieren. Das ist eine Sache, das muss die Partei klären. Oder wenn die Spitzengremien nicht klären, dann soll man gefälligst eine Urabstimmung machen, weil die FPÖ ist ja eine Partei, die für direkte Demokratie steht, dann soll man das möglichst schnell erledigen, weil man sieht ja auch, es ist ja auch, eine Kampfabstimmung wäre ja kein Problem. Man sieht in Wien bei Michael Ludwig, der hat gegen den Schieder eigentlich, das vergisst man ja, ganz knapp gewonnen. Und glaube ich, der Großteil der Leute, die Schieder gewählt haben, sind hochfroh, dass sie nicht gewonnen haben, sondern jetzt mit dem Michael Ludwig hochzufrieden. Also es kann ja auch eine Klärung sein, wo die Partei dann nachher geschlossen marschiert und Wahlen bravourös gewinnt. Also es muss nur schnell gehen, weil so ein Dauerzustand ist nicht gut, das diskutieren auch die Wähler nicht. Die FPÖ führt das jetzt auf offener Bühne. Bei der SPÖ wird es derzeit nicht auf offener Bühne geführt. Dennoch gibt es hinter den Kulissen einen Hans-Peter Doskozil, der immer wieder zündelt, muss man sagen. Ist die Pamela Rendi-Wagner deiner Meinung nach einzementiert? Es gibt jetzt auch einen Bundesparteitag am 26. Juni. Oder werden da die Kritiker, sage ich einmal, aus ihren Verstecken kommen? Oder? Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt keine. Also sozusagen, wer sollen die Kritiker sein? Die Anhänger von Doskozil, das ist nur mehr der Doskozil. Schnabel, das ist nur der Schnabel. Ja, aber das ist der Doskozil. Und sein jüngster Mitarbeiter, der Roland Fürst, und glaube ich, mehr gibt es da nicht mehr. Weil die haben sie in eine Sackgasse auch wegen der Unkollegialität eigentlich gegenüber allen manövriert. Ja? Und natürlich gibt es dann verschiedene
so was Schnabel genannt, Kritikmenschen in der Partei, die immer da sozusagen die traditionell kritisch gegenüber der Parteivorsitzenden sind, aber die bringen auch nicht wirklich Gewicht auf die Waagschale. Ich glaube, die Situation ist die, mangels Alternative ist natürlich Pamela Rendi-Wagner einzementiert und sie hat ja auch einiges hingekriegt. Also in eurer Umfrage ist sie jetzt bei 23, sonst ist man bei 25, manchmal sogar bei 26 und sozusagen manchmal ist die Differenz zur ÖVP 10%, manchmal ist nur mehr 8 oder 7%. Ja, aber das ist, klar, es ist zu viel, ja, du hast es schon angedeutet, man könnte besser dastehen, ja, gerade angesichts einer Situation, wo die Sozialdemokratie es verdeutlichen muss, wieder, dass sie diejenigen sind, die kämpfen wie die Löwen für die einfachen Leute, denen es jetzt ökonomisch schlecht geht und insbesondere für die, die sozusagen mit Arbeitsplatzverlust bedroht sind. An manchen Stellen funktioniert das, glaube ich, gut. Also wenn ich mir anschaue, in Oberösterreich ist es, glaube ich, mittlerweile unbestritten, dass es die SPÖ ist und auch die Wiener österreichische Parteivorsitzende, aber auch die lokale Parteivorsitzende, die wie die Löwinnen kämpfen für die Arbeitsplätze bei MAN. Ja, das ist dort ein riesengroßes Thema. Und auch bei den Umfragen, also es ist ja eigentlich unglaublich, dass die Oberösterreicher der Sozialdemokratie, die dort mittlerweile ja kleine Oppositionspartei ist, am stärksten zutrauen, die Arbeitsplätze bei MAN zu retten. Also normalerweise würde man sagen, ja, der Landeshauptmann, dem traut man das zu, und der stärksten Partei und der Regierung. Und erst als viertens der kleinen Oppositionspartei, die das letzte Mal, glaube ich, 16% hatte oder sonst irgendwas. Aber das ist eben ja auch das Problem. Ja? Also von einem Wert von 16% ist es dann schon ein Fortschritt, wenn du auf 20 kommst und sensationell, wenn du auf 24 kämpfst. Also in Oberösterreich wählt man ja auch im Herbst. Das sind halt natürlich auch die großen Dilemma der Sozialdemokratie. Das soll man nicht vergessen. Also dass sie an vielen Stellen in den letzten Jahren Boden verloren hat. Denken wir über die Steiermark, wissen wir noch, also wo, das können wir uns noch erinnern. Wissen wir, wer dort jetzt Landesvorsitzender ist, wissen wir eigentlich nicht. Ja? Also nicht mehr ich weiß. Ja? Und so weiter und so fort. Und das bedeutet ja alles was. Und du kannst ja auch Wahlen nicht so leicht gewinnen, wenn du, selbst die beste Parteivorsitzende kann eine Wahl nicht so leicht gewinnen, wenn du nicht diese Fußtruppen in den Regionen hast, die was ins Gewicht bringen. Aber das ist halt so, da musst du jetzt Schritt für Schritt besser werden und das soll sie, ja, das soll sie und da muss man sie dafür einsetzen. Ich glaube, das Problem von Rendi Wagner in aller Wertschätzung ist, dass sie nur dann Spitzenkandidatin wird, wenn es sonst keiner will. Ne? Wenn sich kein anderer findet, wie Ludwig oder Doskozil oder Kaiser, der sagt, ich mach's, weil mit mir kann man einen Kanzlerwahlkampf führen. Dass die Rendi Wagner einen Kanzlerwahlkampf führt gegen den Kurz, ist kaum vorstellbar, weil dafür fehlt dir einfach das Kaliber. Aber okay, das ist so wie Angela Merkel gegen Gerhard Schröder. Ja? Hat man auch immer gesagt, das kann sie nie ausgehen. Nein, jetzt ist sie 16 Jahre ich Kanzlerin. Ich würde eher in deiner Sprache zu bleiben sagen, das ist Spindelecker gegen Kreisky. Ja, ich will nur darauf hinweisen, dass manche dieser Vorurteile, die man hat und die ich auch hatte, nie hätte ich mir gedacht, dass Angela Merkel es schaffen wird, aus dem Amt zu kegeln. Und ja, 2015 hat sie es geschafft und sie ist immer noch Kanzlerin. 16 Jahre später ist es jetzt. Ne? Vielen Dank an beide Herren. Mal spannende Diskussion. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.